Hey ho und willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Und ja, es hat sich einiges ergeben in der vergangenen Folge. Leider wird die Grafschaft Zollern gerade belagert und unser doch so geliebter Lehnsherr scheint gerade all seine Macht zu verlieren. Doch all das, das weiß Friedrich gar nicht, das erfährt er gar nicht. Ganz im Gegenteil, er feiert er selbst an sich als einen wichtigen Bestandteil einschätzen, in einem Kreuzzug, im ersten Kreuzzug gegen Jerusalem, um Jerusalem zu befreien von den Muslimen, von anderen Kulturen, anderen Gläubigen und dies endlich auch wieder Christentum zugehörig zu machen. Und es sieht sehr, sehr gut aus. Wir sind kurz davor, ihr Ziel zu erreichen und feiern schon vor der Stadt von Jerusalem, kurz vor ihrem Fall. Ich wollte ihn eigentlich noch einen Helm aufsetzen, aber jetzt auch zu spät. Er feiert hier. Brodelnde Wut. Ja, ihr seid Graf, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Unsere Frau ist wieder ein bisschen wütend, aber das kriegen wir auch ehrlich gesagt gerade gar nicht mit. Da gibt es gerade ganz andere Themen, um die wir uns hier kümmern. Im Diensten von der gehörenden Gottheit. Von der gehörende Gott? Im Dienst vom gehörenden Gott. Als ich die Augen in der Finsternis aufschlage, bin ich sofort von einem unheilverheißenden Gefühl überwältigt. Beobachtet mich jemand? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu empfangen, Friedrich? Ich richte mich auf und bin mit einem Mal hellwach. Ich blicke mich nach der Quelle der fremden Stimme um. Doch da sind nichts als Schatten. Der gehörnte Gott bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch ihm? Der gehörnte Gott. Ganzen Herzen. Will mit hiermit nichts zu tun haben. Schafft euch fort, Dämonenbrut. Boah. Tja. Wohl unersättlich. Weiß es nicht. Blicke mich nach der Quelle fremde Stimme. Bietet euch einen Segen an. Öffnet ihr euch. Boah. Schwierige Frage, also spricht halt weder was dafür noch dagegen, so richtig. Würde jetzt einfach sagen, aus der Sicht heraus, dass sich Friedrich gerade eigentlich in der Belagerung von Jerusalem befindet und kurz vor dem Sieg steht, kommen dann Leute auf ihn zu und möchten ihm irgendwas von irgendjemandem erzählen. Ich glaube, da ist er schlau genug. Gerade so ist er nicht der Gebildeste, aber auch nicht der Dümmste, das ist zu wissen, dass sich nicht auf irgendwas Komisches jetzt einzulassen. Oder? Wisst ihr was, ich würfel das mit einer besonderen Wahrscheinlichkeit. 1 bis 2 wird das obere und 3 bis 6 das untere. Und dann können wir das gleich mal interpretieren. Ich würfel eine 1. Na toll. Vom ganzen Herzen. Wir bekommen ein Geheimnis. Wir werden eine Hexe. Wir befinden uns also in der Belagerung von Jerusalem und sehen ja auch, dass dort noch ganz, ganz andere Religionen herrschen. Und werden da offenbar überzeugt davon, dass der christliche Glaube nicht unbedingt das war, wofür wir hier gekämpft haben. Wir haben einen neuen Kriegsbotzen. Er feiert immer noch, das werde ich jetzt hier mal wieder rausmachen. Ups, auf Default. Genau. Kriegsvorzug. Mal wieder nehmen. Überfallkommando passt auch wieder gerade, weil wir überfallen gerade ja Jerusalem. Übrigens alleine. Das gibt uns auf jeden Fall ganz schön viel Kriegsstand da, glaube ich, weil das ist das Kriegsziel. Befehls aber befördert, wir haben mal wieder jemanden, der hier in unserem Dienste arbeiten soll. Dietpold von Eselsberg. Auch hier stelle ich mir vor, dass er gerade hier bereits an der Seite ist und näher aufgegeben wurde von seinen bisherigen Herrschern. Oder er selber sagt von sich, er möchte viel lieber hier in unserer Kontrolle sein, möchte sich unseren Gefolge anschließen, dann werden wir da nicht nein sagen. Er ist auch bekannt als Ritter. Tun wir das. Eine gute Idee. Super. Oh ja, jetzt kommen hier ganz viele mit dazu. Wir lagern auch irgendwas mit. Wir sind fast durch. Wir haben uns jetzt ein Artefakt angeeignet. Und zwar nicht irgendeins, das Buch über Bücher. Der einfache Foliant vermittelt ein ausgezeichnetes Verständnis, was wissenschaftliche Themen anbelangt, das auch Foliantensammlungen behandelt. Der Deckel ist aus Holz und zeigt
wiederholende Malereien von inspirierenden Zitaten. Wir haben einen Gefangenen gemacht, ein Kind. Ah, kann man nicht groß drüber reden, das können wir auch direkt eigentlich loslösen. Ach so, keine Wirkung. Einfach nur irgendeinen Höfling. Wir haben damit Jerusalem eingenommen und wir sind auf Platz 1. Dass unser Begünstigter wird wohl König von Jerusalem werden. Tristan. Interessant. Monatliche Bildungslebenswandel. Naja. Nehmen wir doch mit. Das Buch über Bücher. Warum nicht? Wir bei uns. So, und damit endet wahrscheinlich dieser Krieg und wir können endlich nach Hause kehren. Ja, es ist passiert. So sei es. Und das ist genau das eingetreten, was ich gerade erwartet habe. Oha. Oha. Ich find's nicht ganz so gut gelöst vom Spiel, dass ich jetzt hier den größten Kriegsanteil geleistet haben soll. Das halte ich doch für sehr unrealistisch mit meinen 500 Rittern. Ja, Rittern, da waren vielleicht 10 Ritter dabei und alles andere war halt Gefolge. Ein paar Pekiniere, einige Bauern, die jetzt hier den größten Sieg einfahren. Ich weiß es nicht. Ich interpretiere das ein bisschen anders. Ich interpretiere das so, dass der Papst sich jemanden aussuchen musste, eine Partei aussuchen musste, einen Begünstigten aussuchen musste, der das Gleichgewicht innerhalb von Europa nicht komplett auseinanderbringt. Hätte er sich zum Beispiel Begünstigte genommen von Königen, ja, die eh schon jede Menge Macht besitzen, hätten die damit vielleicht ihre eigene Macht noch viel mehr deswegen hat er sich hier für Königin Carlotte ausgesprochen, für meinen Begünstigten, meine Tochter. Boah. Wahnsinn. Und sie wird eine Kreuzritterkönigin. Eine große Kriegerkönigin, die ihr eigenes Königreich aus den Ländern der Ungläubigen geformt. Der war ja gar nicht dabei. Aber wir haben sie großgezogen, ne? Carlotta? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, wir waren ihr Vormund. Insofern finde ich das ganz passend. Sie ist übrigens befreundet mit unserem Sohn Erben Heinrich. Bis da sind. Schön. Finde ich toll. Finde ich klasse. Weil die, ja, gemeinsam aufgewachsen sind. Ne? Kann man mal ruhig so sagen. Schön. Der Kreuzzug ist siegreich. St. Georg hat Königin Carlotte den Sieg im Heiligen Krieg um Jerusalem geschenkt. Nachdem sie Emir, Rafik und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwangen unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Da die besetzten Lande nun fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle Gläubigen. St. Georg ist mit uns. Ja, und wir haben nicht nur das bekommen, nicht nur unsere Tochter ist jetzt hier das größte Dynastie überhaupt mit dem Königreich Jerusalem. Das behalten wir auf jeden Fall ganz, ganz strikt im Auge, was da passiert. Sondern darüber hinaus haben wir einfach Unmengen an Gold, Prestige und Frömmigkeit bekommen. Gerade der Goldanteil ist. Wow. Ja? So. Bin ich fast überlegen, wie ich das hier löse. Ich bleibe zwar, ich habe jetzt auch ganz viel Gold, ich bleibe jetzt hier ein bisschen realistisch. Er wird sich jetzt von Jerusalem, wo er seine geliebte Tochter ist, ganz allein, vielleicht mit einem Berater, ja, wird er allein lassen und wird nach Hause segeln. Das, natürlich könnte man Truppen auflösen, dann sind die zu Hause, aber das möchte ich nicht. Weil einmal würden wir dann hier spawnen, diese Festung ist gleich wegbelagert, das heißt, wir könnten gefangen genommen werden, das wäre alles doof. Nein, er wird jetzt hier seine Truppen nach Hause führen und dann erst begreifen, was hier eigentlich passiert. Auf nach Venedig. Wir werden gefragt, ob wir Leute auslösen wollen würden. Wir hätten hier eine Gefangene, eine Frau. Aber durchaus annehmen, wie ich finde. Ja, nur bei so Grafen oder sowas. Die dürfen gerne bei uns schmoren, so ein Scheich. Klar bringen die viel Gold, aber darum geht's hier nicht. Alexander ist verstorben. Oh, der Papst ist einfach gestorben, direkt vor Ende des Kreuzzuges. Wahnsinn. An Altersschwäche. Es gibt einen neuen Papst. Wenn wir uns die angepinnten Charaktere mal anschauen. Der neue Papst, der neue, ist auch ein sehr gelehrter, ehrgeiziger, zorniger Mensch.
Auch er hat sich einen guten Ruf gemacht und übernimmt jetzt hier ein schweres Erbe im Sinne von, ja, er muss jetzt seinen Vorgänger erstmal irgendwie übertrumpfen. Man würde dazu sagen. Wir können ja mal ins Reich reingucken, wer sonst noch darin was bekommen hat. Sie hat halt das Königreich bekommen und die Grafschaft Jerusalem selbst. Hier sieht man übrigens, wenn sie sterben würde, warum auch immer, würde einfach unser Sohn und Erbe König von Jerusalem werden. Das wäre schon Wahnsinn. Hier haben wir Katholiken drinne, hier haben wir jemanden drinne. Ah, bekannte Charaktere, auch hier eine Frau mit drinne, hier auch eine Frau mit drinne. Hier ein Kerl mit drinne. Ja, ganz einfache Leute, die jetzt hier irgendwie das Ruder rumreißen sollen und hier irgendwie sich überzeugen sollen. Und diese Ländereien auch halten müssen, ja, nicht direkt wieder hergeben. Und hier gibt es große Gegner, die natürlich ein Auge darauf werfen. Hier hat die Grenze zum Seldschuken, sagt man, Reich wird schon nicht ohne werden. Eingestehen. Ja. So. Ein neues Königreich. Da es nur eine richtige katholische Königin in Jerusalem gibt, können die Gläubigen endlich in dem Wissen ruhen, dass St. Georg uns wohlgesonnen ist, dass der neue Herrscher von Jerusalem meiner Dynastie angehört. Nur ein weiterer Beweis für die göttliche Gunst, in der wir stehen. Wird sie wohl herrschen? Wie sie wohl herrschen wird? Ah, ich könnte jetzt als sie weiterspielen, machen wir jetzt aber nicht. Nein, wir bleiben in der Dynastielinie treu. Wäre natürlich sehr interessant, aber kann auch sehr schnell vorbei sein. Ne? Jetzt muss ich mich wieder auf mein eigenes Reich konzentrieren und damit begeben wir uns nach Hause, verabschieden uns von unserer Tochter und fahren jetzt hier nach Hause und ja, also es passiert. Zollern wurde belagert und Graf von Trier hat das erfolgreich getan. Unsere Frau, unsere Tochter ist hier gefangen genommen. Unser Sohn nicht, der befindet sich zu Hause, den hat man wohl nichts angetan. Unsere Zweitälteste hat sich hier vielleicht ja, wehren wollen, ja. Oder sowas. Und wer weiß, ja, unsere Heimat ist geplündert. Können wir auch mit ganz viel Gold nach Hause reisen. Nicht viel zu viel, bin ich ehrlich. Aber vielleicht, guck mal, das kann man mal tun. Roleplay-technisch vielleicht auch ganz sinnvoll werden unserer Tochter, die hier auch. Ach, die hat auch mehr als genug Gold bekommen. Wahnsinn. Okay, dann vergesst das. Aber sie wird dann wahrscheinlich auch überhaupt werden, ne? Sein. Können wir mal kurz schauen, weil sie hat jetzt den höchsten Rang. Nein, das sind wir. Ja, aber sie hat auch noch keinen Ehemann. Hm. Ja. 1%. Wie sieht denn dieser Krieg aus? Er kämpft mit 3500 Mann gegen 3900 Mann. Wir könnten uns anschließen. Keine Ahnung, wir warten jetzt erstmal, bis wir zu Hause sind. Das kann einen Moment dauern. Alter der Erkenntnis. Mein Sohn und Erbe Heinrich befindet sich in jenem Schwebezustand zwischen Kindes- und Erwachsenenalter. Ich habe ihn genug gelehrt, um die Wahrheit zu begreifen, und er ist immer noch jung genug, um über einen aufgeschlossenen Geist zu verfügen. Wenn ich ihn in die Dienste von der gehörnten Gottheit holen möchte, heißt es jetzt oder nie. Okay. Ja, wird eine Hexe oder nicht? Das werden wir auswürfeln, weil, ja, kriegt nichts so richtig. Wir würfeln eine 3, damit das obere verdient ist und der Sohn wird sündig, eine Hexe. Wenn jemand rausfindet, dann kann man dafür zum Beispiel gefangen genommen werden und wir haben nur eine Grafschaft, wenn wir uns aberkannt werden. Ich möchte ausgelöst. Ab. Quasi unsere Geisel, die wir mitnehmen. Heute unsere Tochter darf vielleicht in Jerusalem direkt geißelt werden. Da vielleicht ein Mittel. Ja. So würde ich das mal interpretieren. Könnten wir uns hier, sobald wir hier sind, kann man sich Ratsposten verlangen, können wir auch. Werden wir auch tun. Wir bieten jetzt hier die Unterstützung an, verlangen aber den Ratsposten. Nicht entlassen werden. Und wir werden
den Kriegsamt mit Beitritt anbieten. Könnten dann gefangen genommen werden. Ja, war vielleicht nicht die beste Entscheidung. War vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ja, gut, wenn du deine Hauptstadt verteidigen willst. Aber wir dürften eigentlich nicht gefangen. Das ist in der Krieg verloren. Oder doch? Waffenschaden. Dein Vasall, blablabla, Gottfried Hugo. Herr Friedrich der Zweite wird ein Vasall, dessen bin ich. Haben. Sind wir da gar nicht mit dabei? Ihr werdet ein Vasall, aha. Ja. Die Hauptstadt fällt, ist echt bitter, ne? Hätte man besser mit umgehen können. Man belagert hier alles, einfach alles vom Gegner durch, ohne sich um die eigenen Gebiete mal Gedanken zu machen. Wirklich. Naja, das ist Crusader King at its best. Und wir sehen auch hier hat sich übrigens noch mehr freigesprungen. Vom Heiligen Römischen Reich. Ja, da ist viel verloren im Süden. Lombardei ist komplett verloren gegangen. Verona, hier so Kleinstaaten. Zum Beispiel der Doge von Venedig. Hm. Und da bin ich auch gespannt, wenn es da mal ein DLC gibt, ne, dass man so Republiken spielen kann und so. Das könnte nochmal richtig cool werden. So ein Rat und niemand ist da so richtig der Anführer und so, sondern der mächtige Ritter hier mit dabei. Ja. Hm. Maschine, okay, Maschine weg. Und was er tut, wenn er das einnimmt. Was steht er in unsere Richtung? Bloß 38% hat sie. Mhm. Gar nicht so erwartet, ey. Unser Sohn müsste doch jetzt auch fast erwachsen sein. Er 15. Ey, guck mal, was er davon übernehmen wird. Aber religiöser Eiferer wird der safe. Das steht fest. Oh, will er da hin? Jetzt damit reingehen. Würdest du mitkommen? Nee, tut er nicht. Warum nicht? Das rennt er irgendwo anders rum. Reingehen. Monate. Ja. Geheimer Brief verschwunden. Ihr habt Minus die Meinung von Bruno verloren. Jemand in eurem Reich hat eines der Geheimnisse von Heinrich erfahren. Oha. Oh nein. Jetzt damit ist es schon bewusst, dass unser Sohn und Erbe, unser einziger Erbe, eine Sünde hat. Wir koppeln uns der Armee an. Wir müssen ja auch der beste Anführer sein, ja, durchaus. Ja, ich würde gerne meine Hauptstadt zurückerobern. Und dessen belagern die jetzt einfach hier alles durch, nach und naja. Ich kann aber auch in der Zeit nichts. So viel Gold. Ah, es ist schon absurd, dass wir da einfach den Hauptanteil bekommen haben. Heinrich wird erwachsen. Oh ja, und er sieht seinem Vater da ganz, ganz nach, ist aber nur ein zäher Soldat, damit nicht besonders gut geworden. Nun, da er erwachsen wird, endet meine Ausbildung von Heinrich. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass er nur ein guter Mentor braucht, um Heinrich die Feinheiten der Kriegskunst näher zu bringen. Das war einfältig von mir. Er hat nur ein grundlegendes Verständnis des Themas entwickelt. Wenigstens hat er das Wichtigste der Armeeverwaltung erlernt. Ich kann nur hoffen, dass er der Rest der Erfahrung kommt. Auch direkt hier mal an unserer Seite wohl, ne? Ah, ich würde aber sagen, in diesem Sinne wird er jetzt auch erstmal für einen Moment verboten mit zu sein, weil warum sollte er jetzt hier direkt mitkämpfen? Er hat ja eigentlich an einer Belagerung teilgenommen und diese nicht gewonnen. Iseberg? Johann? Da.
Er wird erstmal für einen Moment verboten. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. 30%. Ja, dass ihr immer kämpft gegeneinander. Was ist da los? Ich habe es nicht vermählt. Eure Tochter wird angegriffen. Da geht's schon los. Aber nur ein Aufstand. Ah, ein mächtiger Aufstand. Alle kämpfen gegen ihn. Gegen unsere Tochter. Nicht gegen ihn, gegen sie. Oha. Oha. Natürlich. Was ist denn für ein Krieg? Wie geht's denn da? Ismailitischer Maskirisch-Aufstand oder sowas. Wenn das durchgesetzt wird, dann. Anführer Abdul und Königin Kotte haben einen Waffenstillstand. Aufständige Grafschaften werden ein unabhängiges Reich mit dem Anführer. Okay, das heißt, sie hätte dann nur noch die Grafschaft Jerusalem. Uiuiui. Söldner werden günstiger, Belagerung gewonnen. Neuer Bischof. Okay. Oh, der ist ja eine Nulpe, ne? Uiuiui. Ratsmitglied ist verstorben, ja. Unser Bischof. Können wir nichts machen. Tja, nach dieser Belagerung sollte der Krieg nicht geführt werden, die Schlacht nicht geführt werden. Dann wird unser Herrscher wohl möglich mal wegbewegen und seine eigene. Seine eigene Grafschaft mal zurückerobern. Sein Zuhause. Man könnte auch hier dem gegnerischen Grafen anbieten, mal die eigene Frau zurückkaufen. Das erfahren wir jetzt auch. Wir sind zu Hause. Und sie ist auch befreit worden, aber unsere Tochter nicht. Hier gerne unsere Tochter auslösen. Lagerung. Die geht jetzt wieder verloren. Das ist ein. Da wird einfach nur geplündert ohne Ende, ne? Uje, uje. Da jetzt wieder auf die Hauptstadt. So, wir kontrollieren Zollern wieder. Wir werden jetzt auch aufgrund dessen, was hier gerade passiert, direkt sagen: Ihr baut jetzt hier Türme. Hier wird jetzt heiligt. Kann es nicht weitergehen. So, wir suchen diese Schlacht, führen sie auch selbst an, haben einen enormen heiliger Vorteil. Ja. Können hier sogar Leute erschlagen. Wer kämpft denn damit? Eskau ist damit dabei. Inzer. Können wir mal reingucken. Eskau ist mit dabei. Diese Schlacht wird geschlagen und die geht sehr, sehr deutlich aus, muss man dazu sagen. Ja, aber er kann sich beweisen. Er kann seiner Melancholie jetzt doch auf eine ganz eigene Art und Weise entkommen. Das ist doch schön. Sein Kind zu überleben. Oh nein. Oh Gott, wie konntet ihr Carlotte das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Die war bei jeder Schuld meine perfekte Tochter. Das Leben hatte noch so viel für sie vor. Nein, unsüchtig. Ja, Gott, ja, mein. Starb im Kindbett. Sie war schwanger und starb im Kindbett. Oh, das ist aber auch. Oh, was eine bittere Geschichte. Und ihre Schwester hat geerbt. Ach, du. Meine Güte. Ich hab ein Kindbett. Ach, mein Gott, ey. Ja, Sünde, ne? Außerehelicher Geschlechtsverkehr und Gott bestraft es sofort. Und die Königin von Jerusalem stirbt am Kindesbett. Oh mein Gott. Und unsere ältere Tochter ist somit nun.
Von wegen, unsere ältere Tochter ist Sohn. Somit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, unser Sohn und Erbe hat das hier vermacht bekommen. Natürlich hat er das vermacht. Und ist jetzt ein sehr, sehr schwacher König von Jerusalem. Ach, du Scheiße. Nicht verheiratet. Tja, hoffen wir mal, dass er länger überlebt als seine Schwester. Gut, all das und noch viel mehr sehen wir in der nächsten Folge von Crusader Kings 3, dem Hause Hohenzollern. Es ist doch sehr, sehr viel passiert hier. Oh je, oh je. Mal gucken. Bis dahin. Hau rein. Ciao.